Hallihallo und herzlich willkommen bei Brigittes Stempelstelle. Und ich zeige euch heute mal zu Anfang diese Teamtasse, die ich gemacht habe für meine neuen Teammitglieder. Das heißt, wenn ihr jetzt noch bei der Celebration einsteigt in mein Team, bis zum 31.03. rentiert sich das ja wirklich, weil da zahlt ihr nur 129 Euro und könnt euch Stamping Up Produkte im Wert von 230 Euro aussuchen. Das finde ich echt eine tolle Aktion. Die geht aber leider nur noch bis zum 31.03. Und von mir gibt es zusätzlich noch diese Teamtasse und natürlich noch ein weiteres Geschenk und noch Infomaterial und so weiter. Und heute möchte ich aber mit euch was basteln. Und zwar diese kleinen süßen Grüße. Das ist auch geeignet, wenn ihr Namensschildchen machen möchtet, für irgendeinen Geburtstag oder Hochzeit oder sonst was. Oder schön, dass du da bist, kannst da nämlich auch drauf stempeln, ist auch kein Problem. Und ich finde, von Rittersport gibt es ja diese tollen kleinen Täfelchen mit den Sprüchen drauf. Und wenn man die verpackt, ist das immer so schade, wenn man die Sprüche nicht lesen kann. Deswegen habe ich mir diese Verpackung hier überlegt. Und jetzt geht's los. Ihr braucht ein Papier in Wassermelone. Und zwar wird es 10 cm breit abgeschnitten. Und in der Länge brauchen wir 17,5 cm. Dann wird gefaltet, und zwar rechts und links wird es bei einem und bei 2 cm an der kurzen Seite oben angelegt und gefaltet. Und an der langen Seite faltet ihr es auch mal bei einem Zentimeter. Dann bei 6 cm, bei 7 cm und bei 12 cm. Sämtliche Produkte von Stamping Up, das wisst ihr ja, könnt ihr über mich bestellen. Dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr etwas über mich bestellen würdet. Jetzt werden hier alle Falzlinien mit dem Falzbein nachgefalzt. Da lasse ich mein Video bekannterweise wieder schneller laufen. Und jetzt schneiden wir das Papier zu. Und zwar wird es jetzt hier an der langen Seite, da wo hier keine kleine Falzkante ist, Falzlinie ist, also hier ist die schmale Falzlinie und Klebelasche und hier ist keine. Und da wird es hier abgeschnitten, über die zwei Flächen verteilt. Also in der Länge der zwei Flächen. Und dann wird es hier, die Lasche wird abgeschrägt. Und hier auch, so schräg abschneiden. Und das hier kann man auch noch schräg abschneiden. So. Dann wird die Lasche hier gekürzt. Die hier bleibt so lang. Und die hier wird auch wieder gekürzt. Das kommt weg. Und auf der anderen, also auf der gegenüberliegenden Seite, wird es genauso gehandhabt. Bevor wir jetzt das verkleben, wird natürlich noch die Lasche hier ausgestanzt. Und am besten ist es ja so, diese ganzen Botschaften auf diesen Rittersports, die sind ja unterschiedlich angeordnet. Ich habe jetzt hier diese Framelits, die heißen gestickte Rechtecke, heißen die, glaube ich. Ich schreibe es in der Videobeschreibung natürlich rein, wie sie heißen. Und dann gucke ich mal, das muss ich also ziemlich weit oben hier anlegen. Dann lege ich das Sizzix-Teil hier weiter oben an, so ungefähr. Und wenn ihr andere Schokoladen habt, obwohl die sind alle jetzt hier oben angeordnet, also passt es überall hier oben, wenn ihr es oben anlegt.
Bei dem wird es ein bisschen anders angelegt. Das macht man dann ein bisschen runter. Aber die meisten sind halt so. Und man möchte ja natürlich das Rosane. Das passt am besten zu unserem Wassermelonenpapier. Und dann wird es jetzt ausgestanzt. Also die Schoki kommt weg. Und das hier lege ich mir dann so hin. Und stanze es jetzt mit der Big Shot. Das habe ich jetzt durch die Big Shot gekurbelt und dann kann ich das hier jetzt rauslösen. Habe hier für ein späteres Projekt ein schönes gesticktes Teil. Und dann geht es jetzt mit meiner Schachtel weiter. Das einfach mal so. Passt jetzt hier wunderbar rein, wie ihr seht. Und jetzt wird es verklebt. Ich mache das diesmal mit dem Allzweckflüssigkleber von Stamping Up, den ihr auch über mich bestellen könnt. Der ist wirklich sehr gut. Das Gute an dem Kleber ist, den könnt ihr nachher noch ganz kurz ein bisschen in die richtige Position bringen, euer Stück, das ihr kleben wollt. Und dann klebt es aber ziemlich schnell bombenfest. Jetzt kann ich es hier noch ein bisschen festdrücken. Aber ich will natürlich nicht, dass es den Kleber allzu arg rausdrückt. So. Was vielleicht auch gut wäre, wenn ich die Schoki schon reinschiebe. So, und jetzt lasse ich das dann mal ein bisschen trocknen. Und so lange kann ich dann schon mal stempeln. Ich stempel natürlich von einem Celebration-Stück, das es jetzt noch gratis gibt bis 31.03. Ab einem Bestellwert von 60 Euro könnt ihr euch dieses Stempelset gratis noch dazu aussuchen. Und ich finde die süßen Grüße wirklich so süß aus dem Set. Und das Tolle ist, dass ihr mit der gleichen Stanzschablone das jetzt auch ausstanzen könnt. Der Stempel gleich sauber gemacht. Auf der Seite hier wird er gereinigt, noch ein bisschen Stempelreiniger drauf macht und auf der anderen Seite trocknet er dann. Und dann kann ich ihn wieder abziehen und gleich wieder aufräumen. Dann bin ich mir sicher, dass er nicht verloren geht. Hoffentlich. Das ist nämlich mein Lieblingsset aus der Celebration. So. Und das lasse ich jetzt auch mal kurz durch die Big Shot. Ich mache ja sonst immer Mittwochsvideos und diesmal habe ich vor, ein bisschen öfter noch Videos zu posten, nicht nur mittwochs, weil die Celebration nicht mehr lang geht, nur noch bis März. Und ich will einfach zeigen, was es Tolles für Gratisprodukte, was es für tolle Gratisprodukte gibt und wie vielseitig die sind. Und deswegen habe ich vor, in nächster Zeit mehr zu posten. Ich hoffe, das schaffe ich auch. Ich nehme mir sowas immer vor und nachher fällt mir doch die Zeit. Vielleicht hört es auch, ich bin ein bisschen erkältet, das finde ich auch schade. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Jetzt schließe ich diese Box hier auf der einen Seite. Dann schiebe ich die Schokolade rein. Und mache sie auf der anderen Seite natürlich auch zu. Dieses Schildchen süße Grüße kommt jetzt hierher. Vorher durch noch mit dem Eckenabrunder die Ecken schön abrunden. Und die süßen Grüße werde ich mit Dimensionals drauf kleben. Da reichen zwei. Und dann klebe ich die hier drauf. Ich
sie so schlecht, ich will es ja in der Kamera zeigen. So. Jetzt sind die süßen Grüße da drauf, natürlich krumm, ihr macht es viel besser. Und im Frühjahr-Sommer-Katalog, der auch nicht mehr so lang gilt, gibt es ja diese Mini-Blüten hier, dieses Standset. Und daraus habe ich mir diese kleine Margarite ausgewählt und tue aus einem Reststück noch 3 Margariten stanzen. Und da mache ich es auch so, dass ich auf die Rückseite von den Margariten Mini-Dimensionals draufklebe. Und auf die Vorderseite kommt ein kleiner Strassstein. Diese Blüten mache ich jetzt hier auf meine Schachtel drauf. Ich nehme bei sowas immer gerne eine ungerade Zahl. Ich finde, es sieht ausgeglichener aus, wie wenn man jetzt nur 2 oder 4 draufklebt. Und in die Mitte von diesen Teilen mache ich noch Strasssteinchen. So, und fertig ist meine Verpackung. Ich nenne meine künftigen Anleitungen jetzt Celebration Countdown, weil es wirklich nicht mehr lang dauert und ich möchte noch so viel zeigen und ich hoffe, es gelingt mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner Anleitung und ich würde mich natürlich riesig freuen, euch in meinem Team Stempelstelle begrüßen zu können, damit ihr vielleicht auch bald euch Zeit nehmt für die Dinge, die euch wirklich glücklich machen. Bei mir ist es so. Mir tut es unheimlich gut, hier an meinem Basteltisch zu sitzen und mit euch zu basteln. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Einstieg bei Stamping Up oder irgendwas anderes, ich bin für euch da. Hab euch lieb, eure Brigitte.